Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Diesmal wieder eine neue Aktienanalyse und zwar zu der Eckert und Ziegler Aktie, ein deutscher Hidden Champion, der in den letzten 5 Jahren um sage und schreibe 750% zugelegt hat, die Aktie. Und Eckert und Ziegler, die verdienen ihr Geld mit Radioaktivität. Und mit Radioaktivität, ich bin ehrlich, kenne ich mich nicht so 100% aus. Ich habe aber glücklicherweise Verstärkung gefunden und zwar von Dr. Philipp John, hallo und herzlich Hallo. willkommen. Er ist ein Experte im Bereich Radioaktivität und er kann uns das Geschäftsmodell von Eckert und Ziegler dann auch entsprechend erklären und quasi das Geheimnis des Erfolgs. Und Philipp, ich habe gehört, du bist auch Long, also du hast Aktien von Eckert und Ziegler. Ja, Das habe ich heißt, schon seit mehreren Jahren. und hast damit schon kräftig verdient und du wirst uns jetzt wissen lassen, ob wir auch weiterhin mit steigenden Kursen und Dividenden bezahlen sie ja auch, also auch Dividenden rechnen können, ja? Ja, ich denke schon. Okay, prima. Gut, dann mein Name ist Thorsten Tiedt. Ihr wisst wahrscheinlich, hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien. Ich bin der Gründer der Seite Aktienfinder.net, werden wir hier noch in Action sehen. Und dann würde ich sagen, das ist die Webseite von Eckert und Ziegler, um die geht's. Und wir haben das Ganze auch dann als Aktienanalyse hier für euch aufbereitet, parallel zu dem Video. Könnt ihr euch dann auch noch anschauen. Der Beitrag ist übrigens von Philipp verfasst, den wir hier interviewen werden. Und hier ist auch schon der Aktienfinder. Und wir haben hier Eckert und Ziegler bereits vorausgewählt. Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Wir haben hier eine Aktie vor uns, die wirklich sehr gut performt hat. Ihr könnt das Ganze auch hier in der dynamischen Aktienbewertung sehen. Wir haben hier also ganz schöne Kursgewinne zu verzeichnen. Die Aktie war mal richtig günstig während der Finanzkrise. Da war die für unter 1,50 € zu haben, Philipp. Mittlerweile kostet sie über 40 €. Und Philipp hat es euch gerade gesagt, er ist irgendwann 2016, also hier eingestiegen. Und ich denke, er hat mittlerweile schon eine ganz ordentliche Rendite erzielt. Und Philipp, du bleibst auch dabei, du bleibst investiert, ja? Ja, ich Okay. glaube, bin da langfristig investiert und ich werde noch weiter drin investiert bleiben. Das ist für mich Okay. ein Unternehmen, was für mich auch perfekt in die Zukunft ausgerichtet ist. Gut. Dann würde ich mal vorschlagen, vielleicht stellst du dich mal ein bisschen mit deinem Hintergrund, mit deinem Werdegang vor und dann könnten wir ja auch schon zum Geschäftsmodell übergehen von Eckert und Ziegler. Ja, ich habe Physik studiert und habe es in verschiedenen Orten studiert, aber in Deutschland habe ich hier studiert und auch in anderen Ländern und habe in Italien promoviert und da habe ich auch die Aktie dann gefunden, weil ich radioaktive Quellen gefunden habe von Eckert und Ziegler. Und die habe ich dann auch gekauft dann in Italien. Und dann habe ich Ja, und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gegangen und dann habe ich hier weiter als Postdoktorand an der TU Darmstadt, wo ich auch damals studiert habe. Okay, und mit Radioaktivität, mit Chemie und so weiter, das ist dein Fachgebiet, ja? Kennst du dich aus? Ja, ich bin experimenteller Kernstrukturphysiker und das ist für mich, ich nutze Radioaktivität für alles. Ich tue auch Radioaktivität messen und vor allem die Kerne, wie die Kerne innen drin sind, untersuchen. Okay, jetzt muss ich gleich mal was fragen, so ganz spontan. Wenn jetzt Analysten die Eckert und Ziegler Aktie analysieren, meinst du, die können das tatsächlich? Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Analysten nicht die ganzen Hintergründe kennen, die Aktie eigentlich hat, also was Unternehmen macht. Man hat Radioaktivität und Radioaktivität ist so, dass ein Kern zerfällt in einen anderen Kern und dabei wird Strahlung emittiert, im häufigsten Fall. Und dabei wird auch das Element, was zerfällt, oder das Isotop, was zerfällt, dann abgebaut. Es existiert nicht mehr und es wird deshalb wird dann immer weniger und hat dann sozusagen die Halbwertszeit. Nach der Halbwertszeit hat man die Hälfte von dem Präparat, was man vorher hatte. Und diese Halbwertszeit
ist bei vielen Isotopen relativ klein und die müssen immer neu erneuert werden. Und wenn etwas zerfällt, dann, dann muss dann ja dann, dann muss man ja, muss neu gekauft werden. Und der Riesenvorteil ist dabei für das Unternehmen, dass die das haben. Die ganze haben die Technik und die haben die die Patente, um die Präparate zu erstellen. Und das Einzige ist, und die müssen eigentlich immer neu gekauft werden. Und das ist ein naturgegebenes Monopol und auch ein Abo-Modell für Industrie und auch für Kernphysiklabore oder auch in der Radiopharma ist es gleich auch, dass die, dass die erneuert werden müssen. Wir kennen das ja mit dem Abo-Modell aus den diversen Softwareunternehmen, von SAP über Microsoft und so weiter, wo vorher quasi Software in der Box verkauft wurde, also in der Packung. Und es ist ja schon länger außer Mode gekommen, weil die Unternehmen entdeckt haben, dass es eigentlich besser ist, wenn man etwas dauerhaft verkauft, hat man am Anfang weniger, aber später hat man sichere Einnahmen. Und so ist es eben nicht nur in der Software, sondern so ist es sogar dann, wenn man mit dem Unternehmen mit Radioaktivität sein Geld verdient. Ja? Mhm. Und dann würde ich vorschlagen, wir können uns mal ein bisschen näher mit Eckert & Ziegler beschäftigen. Das heißt, mit den verschiedenen Geschäftsmodellen, weil, wie ich schon gelernt habe, ich habe die Aktienanalyse bereits lesen dürfen, ist Eckert & Ziegler ja in unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig. Zum einen werden Industriekunden beliefert und zum anderen auch mehr medizinische Kunden. Und jetzt gucken wir uns mal das Ganze an. Wir haben hier nämlich das Geschäftsmodell. Und Philipp, du darfst mich dann nach oben und nach unten lenken, mich einfach sagen, also damit ich es hier noch illustrieren kann mit dem Bild, dann schieß mal los. Ja, auf dem Bild sind radioaktive Präparate drin, die genutzt werden in der Industrie. Und das Tollste ist, also bei radioaktiven Präparaten, die können genutzt werden, um Dicken und Dicken zu messen, weil die, die radioaktive Strahlung wird absorbiert in einem zum Beispiel Papierbahn. Und wenn die Papierbahn zu dick ist, kann die Produktion sofort gesteuert werden oder angehalten werden. Und das kann man halt in diesen Quellen machen. Aber was man auch machen kann, man kann die auch nutzen, um Öl zu finden und Also im Bereich der Exploration, wie das so genau schön heißt, ob es da irgendwelche unterirdischen Lagerstätten gibt? Ja, und vor allem auch, wenn man bohrt, wo genau das Öl ist und welcher Schicht es ist. Okay. Bei Ölschiefer zum Beispiel wird es genutzt. Okay. Momentan sind wir ja noch etwas in der Krise, leider. Hm. Das heißt, da läuft das Geschäft jetzt wahrscheinlich nicht so dolle im Bereich der Exploration, oder? Ja, eigentlich das Gegenteil. Es ist ist richtig nach unten gegangen, diese Exploration, und man hat, wenn man auch mal guckt, wie sich das der Kurs von Eckert & Ziegler im Vergleich mit den WTI mit dem WTI dann West Texas Intermediate, also ein Fass aus ein Ölfass aus Texas quasi, ne? Was das genau. Genau. Genau, und wenn man sieht, dann ist der Kurs ähnlich wie der Ölpreis. Fand ich auch sehr interessant. Okay, also das prüfen wir jetzt wahrscheinlich nicht nach, sonst hätte ich da schon TradingView.com aufmachen müssen. Aber jetzt in der letzten Zeit, also wie wir sehen, ist der Aktienkurs ja gen Norden gegangen. Wir sind jetzt nicht ganz auf dem Höchstkurs. Der Höchstkurs war ja um die 50 Euro gewesen. Dann kam hier der Corona-Crash, aber hat sich ja wieder deutlich erholt. Ich verfolge den Ölpreis nicht täglich, muss ich jetzt gestehen. Aber ich vermute mal, dass das Dollarfass Öl nicht nahe des Höchststandes ist, des historischen Höchststandes. Also vielleicht ist so ein bisschen die Korrelation jetzt in der letzten Zeit etwas auseinandergelaufen. Kann das sein? Und das könnte sein, aber das Unternehmen hat ja auch andere Dienstleistungen und Genau. Das wäre das hier, oder? Genau. Also im Grunde genommen ist es die Industrie und die Wissenschaft
natürlich ein Hauptanteil von Umsatz, aber Radiopharma und Strahlentherapie ist eins der wachsenden Teile vom Umsatz. Okay. Also jetzt haben wir die Industrie, die Kunden sind. Also wenn die zum Beispiel die Dicke messen wollen vom Papier, Exploration, also Erdöl insbesondere, fällt dir noch was ein als Anwendungsgebiete? Ja, im Bereich Industrie? Ja, Industrie, da bin ich nicht der Riesenexperte. Ich bin mehr ein Experte in der Wissenschaft, weil ich auch in der Wissenschaft arbeite. Und da wird es genommen, um Detektoren zu kalibrieren. Also zum Beispiel hat man einen Detektor, der Strahlung misst, und da wird dann die Energie geeicht, wenn man die Pulsform hat. Und da hat man sozusagen hat man immer eine Kalibration für jedes Experiment, und es muss jedes Mal Experiment neu kalibriert werden, weil man hatte kleine Schwankungen in der Temperatur, und das kann auch die Verstärkung ändern. Also man tut experimentelle Anordnungen sozusagen feinjustieren, bevor das eigentliche Experiment losgeht, mit Hilfe von Radioaktivität. Stimmt das so? Genau. Also man macht Experimente, dass man halt versucht, neue Wissenschaft zu erzeugen, indem man halt Atomkerne produziert in Laboren und die dann ausmisst, wie die zerfallen. Und es sind jetzt mehr als 2 und 3 Labore von mehr oder weniger durchgeknallten Wissenschaftlern, die dann bei Eckert und Ziegler die radioaktiven Produkte bestellen. Also damit kann man schon Geld verdienen, ja? Ja, in der Tat schon. Und in Deutschland sind sehr viele Labore, auch Universitäten. Und es gibt ja in ganz Europa ganz viele Labore. Auch in den USA, und die nutzen alle diese Präparate von Eckert und Ziegler. Okay, und das wäre dann das, ich habe es hier ja vor mir, deshalb weiß ich es, das Segment Messen und Regeln, richtig? Das ist auch bei der Industrie, bei Isotopprodukten. Okay. Und dann kommen wir dann zum Messen und Regeln. Das war das. Ja, dann war es ja richtig. Okay, genau. Und dann kommen wir jetzt dahin, wo du, glaube ich, am tiefsten drin steckst. Ist es das hier? Im medizinischen Bereich? Nein. Da bin ich nicht, da stecke ich nicht im tiefsten drin. Ich bin in der Kernstrukturphysik, das heißt, dass ich Experimente mache mit. Okay, sorry. Aber dazu kannst du bestimmt auch was sagen. Ne? Ja, natürlich, ja. Das ist einmal ein Beispiel, wenn man Studierende hat, die um zu erklären, warum man Radioaktivität braucht. Und das ist in der Tat das eins der Dinge, auch die auch sehr wichtig werden in der Zukunft, weil es werden immer mehr Krebsdiagnosen gemacht in der letzten Zeit, und weil Diagnosen besser werden, was man auch hier sehen kann. Auf der linken Seite sieht man ein chemisches Molekül, und innen drin ist da ein Präparat drin, das ist Gallium 68. Gallium ist es, und das zerfällt dann mit einem Beta-Plus-Zerfall, also mit einem Beta-Plus, also ist ein Elektron, und das Antiteil vom Elektron. Und wenn es auf ein Elektron draufkommt, dann annihilieren die. Das heißt, dass die, das sind Antiteilchen und Teilchen, wenn die zusammenkommen, tun die 2 Photonen, also 2 Teilchen, emittieren, die man detektieren kann. Und durch die Detektion auf verschiedenen Orten kann man auch gucken, wo der Krebs ist. Und das sieht man hier auf der Seite. Und da sieht man, was Schwarzes ist, wo der Krebs gestreut oder wo das Präparat sich anlagert. Okay. Und das war sehr, sehr, sehr schwierig gewesen. Tut mir leid. Nö, das passt ja schon. Also das heißt, der Patient hier ist ist bemitleidenswert hier, hat also schon gestreut, und man kann das sehen, weil sich diese Radioaktivität benutzt werden kann, um eben diese Orte der Metastasen festzustellen.
Genau. Ja, okay. Und das sind dann welche Kunden von Eckert und Ziegler? Sind auch Labore, Das medizinische sind Labore. medizinische Labore. Das ist, natürlich gibt es sehr viel Nuklearmedizin, gibt es auch, aber es sind auch viele Kliniken. Und der Riesenvorteil von diesen Radiopharma ist, dass die komplett in der Klinik dann zusammengestellt werden. Die haben Kits, wo die ganzen Präparate drin, also zusammengestellt werden. Und die werden dann in der Klinik dann erstellt. Die haben einen Generator für das Gallium. Und das wird dann mit den chemischen Sachen dann rausgelöst und dann diesen Molekül zusammengefügt. Und es kriegt das Unternehmen, das wird in die Klinik geliefert, das Ganze. Und die können es in der Klinik dann zusammenrühren und dann injizieren in den Körper, oder dann, manchmal kann man es auch durch eine Tablette oder nehmen, aber bei dem Präparat wird es injiziert. Und allgemein, also es ist ja schon, ich glaube, der ein oder andere hat schon rausgehört, dass es schon etwas komplexer ist, das Ganze. Und das liegt dann auch nahe, das haben wir dann hier auch Markteintrittsbarrieren oder kann da jetzt jeder Chinese kommen und das ganz schnell mal kopieren? Erstmal braucht man sehr viel Know-how, um das Ganze zu erstellen, und die ganzen Entwicklungen zu machen, braucht man sehr viel Know-how, und das hat Eckert & Ziegler seit Jahren aufgekauft oder auch selbst entwickelt. Okay. Und wer Und ist, ja? die ganzen Präparate, die sind durch Patente dann geschützt. Und die Patente, die laufen auch relativ lange. Und ich finde es als Fun Fact ist auch lustig, dass der Gründer, der hat auch einige Patente. Und der kriegt sogar Geld für die Patente als Bonus ausgezahlt. Wie welcher Kunde? Also wie, nein, nein, nicht der Kunde, der Gründer vom Ah, der Unternehmen, der Andreas Gründer, Ecker, okay, der kriegt verstanden. sogar als Bonus für das Patent dann zusätzlich ausgezahlt als Okay, Gehalt. interessant, habe ich mich verhört gehabt. Sorry. Gut, es gibt aber durchaus Konkurrenten. Ich habe hier im Aktienfinder, und das zeige ich jetzt mal kurz. Zum Beispiel hast du auch in der Analyse Varian Genau. erwähnt, die aufgekauft werden. Ich glaube, das ist gerade so im Gange, ne, von Siemens Healthineers. Und Genau. hier hätten wir jetzt einen würdigen Fragezeichen Konkurrenten von Eckert und Ziegler. Ja, also ich denke jedenfalls, dass es Varian ist. Es ist ein sehr tolles Unternehmen. Hat wahrscheinlich auch Siemens Healthineers auch gedacht. Und die tun einen Beschleuniger bauen, um Ionen, also geladene Teilchen, in den Krebs zu injizieren, also reinzuschießen. Und dann kann man damit auch den Krebs zerstrahlen, indem man halt den Krebs damit komplett zerstört. Aber bei diesen Präparaten, also bei diesen Beschleunigern, da hat man eine hohe Injektion. Du brauchst erstmal das Gebäude, du brauchst auch den Strahlenschutz, den man dafür braucht, und man braucht viel Beton, um das Ganze abzuschirmen. Und Das heißt, das Verfahren siehst du nicht als gleichwertig an. es ist halt ein anderes Verfahren, was auch eine hohe Berechtigung hat, aber es ist bei vielen Krebsarten ist besser, was zu injizieren, also so ein Präparat zu nehmen, Hat was Eckert und weniger Ziegler baut. verursacht weniger Kollateralschäden und ist weniger aufwendig Ja, in und der Ausführung, wenn ich das richtig verstanden habe. genau. Aber ja, der Riesenvorteil ist auch dabei, dass die Radioaktivität hier wird ja geliefert bei Eckert und Ziegler. Aber bei Beschleunigern wird es so gemacht, dass die erst ein Gebäude gebaut wird, um das zu erstellen, die Radioaktivität oder die
Okay, das heißt, die Investition, die Anfangsinvestition für den Kunden, wenn du mir jetzt sagst, da muss der erstmal was, ein strahlensicheres Gebäude hochziehen, hört sich für mich irgendwie so an, dass die Anfangsinvestitionen etwas höher sind, wenn er Kunde werden will von Siemens Healthineers, weil die das ja gern gekauft haben, Marian, als bei Eckert und Ziegler. Ist das richtig? Genau. Und die Kosten sind so hoch, dass sogar bei den Gerätschaften, die Siemens auch gebaut hat, die bei der Universität von Marburg und Gießen sind, die werden von den Betreiber nicht in Anspruch genommen, weil die zu teuer sind im Betrieb. Also die sind gebaut worden, jetzt stehen sie still, ja. Ja, mehr oder weniger, wie ich es mitbekommen habe. Ich bin da kein Experte drin. Okay, naja, das klingt ja erstmal so, als ob Eckert und Ziegler da die Nase vorne hat. Was mir da so als Fachfremder aber trotzdem aufgefallen ist, ist die Marktkapitalisierung zum Beispiel bei Eckert und Ziegler 875 Millionen Euro, ist jetzt nicht unbedingt wenig. Der ein oder andere war froh, wenn er das in der linken Tasche hätte. Aber Siemens Healthineers fast 40 Milliarden, dann Varian, die dann übernommen werden, 13,5 Milliarden. Das heißt, die bringen dann knapp 55 Milliarden Marktkapitalisierung, wenn ich einfach mal addiere, auf die Waage. Das sieht so ähnlich aus wie David gegen Goliath. Aber Siemens Healthineers, die sind ja auch noch anderweitig tätig, ne? Eckert und Ziegler würde ich jetzt so interpretieren, das sind halt ein Spezialist, ja. Und die machen diese speziellen Dinge halt etwas besser als die Konkurrenz, weil sie, hast du jetzt auch erklärt, zum Beispiel andere Verfahren einfach einsetzen, ne? Okay. Möchtest du noch irgendwas zum Geschäftsmodell sagen von Eckert und Ziegler? Oder war es das soweit? Es kann sehr viel sagen, aber das ist vielleicht auch sehr kompliziert, das jetzt so zu sagen. Okay, na, ich will dir nicht zwingen, weil ansonsten haben wir noch was, nämlich wir könnten uns die Bewertung anschauen der Aktie, weil das eine ist ja herauszufinden, ob es sich bei dem Unternehmen um ein interessantes Qualitätsinvestment handelt, also um eine Qualitätsaktie sozusagen, die wir da einkaufen können. Und das andere ist ja dann, ob wir es tatsächlich wollen, beziehungsweise ob es tatsächlich wenigstens kurzfristig erfolgversprechend ist. Und es hängt natürlich zusammen mit dem aktuellen Kurs beziehungsweise mit dem fairen Wert. Und dann haben wir hier die dynamische Aktienbewertung. Und was man hier nochmal schön sieht, also das ist jetzt die Gewinnentwicklung, also diese braune Fläche ist der bereinigte Gewinn. Dann haben wir hier den bilanzierten Gewinn, der hat so ein paar Ausschläge hat, deshalb machen wir den mal weg. Und dann haben wir hier noch den Aktienkurs und blau, das sind die Dividenden. Was man eben schön sehen kann, ist, dass alles steigt, also langfristig gesehen, es steigen die Dividenden, es steigen die Gewinne, mit denen ich eigentlich anfangen müssen, weil die Gewinne steigen, steigen die Dividenden und steigen dann auch der Aktienkurs. Ja, mittlerweile ist die Aktie ja nicht mehr so billig wie 2016, als der Philipp die einzig ins Depot geholt hat, ohne uns Bescheid zu geben, zum hier mal tadeln. Aber vielleicht kommen wir ja noch nicht zu spät. Aber jetzt gucken wir ja erstmal hier mit der dynamischen Aktienbewertung. Hast du deinen Wunschzeitraum gehabt in der Aktienanalyse oder hast du die 10 Jahre genommen? Philipp, kannst du dich da noch dran erinnern? Boah, das weiß ich nicht mehr. Muss ich selbst gucken. Kein Problem. Ich habe ja schon ein bisschen Übung, wie ich das verwende. Und da erscheint es mir nämlich gut voreingestellt zu sein, muss ich sagen. Hier waren es nämlich mal 2008, da ist der Aktienkurs runtergegangen, obwohl der Gewinn hoch ist. Das war die Finanzkrise. Das war also untypisch. Vorher war es mal untypisch hoch, das KGV, also diese Multiples. Das heißt, das ist hier quasi der richtige Zeitraum. Den nehmen wir mal. Klingt auf jeden Fall für mich vielversprechend. Moment, jetzt muss ich hier noch eine Meldung ausschalten. So, bin ich wieder da. Und dann gucken wir mal, was hier der faire Wert von sich gibt. Einmal für die Dividende. Und einmal hier für den bereinigten Gewinn, dann blende ich das aus und machen wir das Ganze mal logarithmisch. Das ist meistens eine gute Idee für Aktien, die stark gestiegen sind. Ich kann noch ein bisschen mehr hier reinzoomen. Naja, und da sehen wir hier erstmal die Eckert und Ziegler Aktie, beziehungsweise der Aktienkurs ist so um den fairen Wert gependelt. Und hier irgendwo hat er schon das gekauft, ne? 20. Hier, also als die Aktie unterbewertet war, Ja, genau. weißt du noch den Monat ungefähr? Das war Februar gewesen. Ach, sogar hier.
Ja, als es nach unten Nein, ging, habe ich runtergekauft. mein Gott. Ein goldenes Händchen, ja. Und du hast also in der Unterbewertung quasi gekauft. Dann hast du erlebt, wie die Aktie quasi eine Weile lang fair bewertet war, von Anfang Frühjahr 2017 bis 2018, Mitte 2018. Und Ja, jetzt sind wir leider. also hier. Und dann ist Eckert und Ziegler, also die Aktie wird wirklich durch die Decke gegangen, kann man trotz des Corona-Crash sagen, und ist mittlerweile doch etwas teuer. Darf ich das so sagen, Philipp? Ja, ich denke schon. Also ich würde jetzt bei den letzten Kursen nicht kaufen. Ich habe Aha. Okay, also ihr könnt vielleicht mal sagen, ein paar konkrete Zahlen fallen zu lassen. Die Aktie kostet momentan 42,50 Euro und die fairen Werte, die wären jetzt je nachdem, was man nimmt, also Dividende kennst du ja oder auch den fairen Wert auf Bund, auf dem bereinigten Gewinn zwischen 16 und 20 Euro irgendwo. Das heißt, das ist schon eine Überbewertung, die fast. Hier haben wir nochmal eine Parallele zur Softwareindustrie, Philipp. Wir hatten das Abo-Modell und entsprechend und dann die hohen Bewertungen der also vieler Softwareunternehmen. Und hier haben wir auch ein Abo-Modell und eine ähnlich hohe Bewertung festzustellen mit einem relativ hohen Kursabschlagspotenzial. Also, falls da mal jetzt irgendwie, das nehme ich ja immer hier den fairen Wert, den nahen fairen Wert, also der ganz nahen Zukunft. Und das nenne ich ja immer das kurzfristige Rückschlagspotenzial. Das aus der Erfahrung heraus, dass wenn eine Aktie eben hoch bewertet ist und weil einfach sehr viel erwartet wird vom Markt und dann enttäuscht das Unternehmen irgendwie, dann passiert irgendwas, was sozusagen nicht geplant war, dann macht sich die Ernüchterung breit. Das haben wir vor kurzem wieder bei SAP gesehen. Da sind die an einem Tag etwas über 20% nach unten gerauscht, obwohl es jetzt nicht so schrecklich gewesen ist, also die Zahlen nicht so schlecht gewesen sind. Aber es war halt eine hohe Erwartung, die dann sozusagen das Unternehmen nicht gerecht wurde. Und falls hier was Ähnliches passieren sollte, dann wird es erstmal nach unten gehen. Der Philipp wäre trotzdem noch im Plus, ganz dicke. Aber also nochmal zu deinem Urteil, für dich wäre das jetzt momentan auch kein Kauf, die Aktie. Ja, ich würde bei signifikanten Rücksettern dann kaufen. Okay, genau, das sage Wenn ich auch oft. Oder eventuell ist die Aktie auch sparplanfähig bei einem oder anderen Broker, dann könnte man vielleicht auch sukzessive einsteigen. Ne? Das ist so Das eine. wäre sehr gut, aber ich Ja. kenne keinen Broker, der das hat als Sparplan. Ja, müssen wir dann mal gucken. Die sind notiert im SDAX und im TecDAX, richtig? Genau, beides sind Aha. die, aber erst seit kurzem und als das war erst kurz bevor die Kursion nach oben gegangen ist, Ah, als okay, die in Ordnung, Ankündigung war. in Ordnung. Das heißt also, unsere Zuschauer, die können sich jetzt mal Eckert und Ziegler sozusagen auf den Merkzettel holen und jetzt zum Beispiel im Aktienfinder oder wo auch immer so ein Kauflimit setzen, falls sie die Aktie attraktiv finden und falls irgendwann mal Eckert und Ziegler korrigieren sollte, was ja auch in der Vergangenheit schon immer mal der Fall gewesen ist, dann wäre vielleicht die Zeit gekommen, zuzuschlagen. Kann man das so stehen lassen? Ja, genau. Ja, gut. Ich würde sagen, Philipp, wir sind dann wahrscheinlich im Großen und Ganzen durch. Hier kann man nochmal sehen, wie schön die Umsätze wachsen. Man sieht hier nochmal die Margen. Die gehen ein bisschen auf und ab, sind aber in Summe relativ konstant. Und momentan betragen die knapp 19%, liegen damit auf Allzeithoch sogar. Also wir haben relativ hohe Umsätze bezüglich der historischen Entwicklung und die Margen sind auf Allzeithoch, sondern noch und Umsätze sind auf Allzeithoch und die Umsätze sollen auch noch weiter steigen. Also insofern grünes Licht für Eckert und Ziegler. Müssen wir nur noch darauf warten, dass die Aktie ein bisschen günstiger wird, ne? Ja, ich hoffe, dass es wieder nach unten geht, dass ich wieder nachkaufen kann. Okay, aber ich hoffe, du hast auch ein bisschen diversifiziertes Depot und nicht nur Ja, Eckert und Ziegler. Gut, dann machen wir natürlich uns, komplett. dann machen wir uns keine Sorgen um dein Depot. Ich bedanke mich, Philipp, für das Interview, für das viele Fachchinesisch, von dem das meiste auch verständlich war und auch Hoffentlich. für die Analyse, die du für uns geschrieben hast. Die ist definitiv verständlich, da habe ich schon drüber gelesen.
und dann auf gute Investments und es hat mich gefreut. Danke sehr. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Ja, auch.